Hello Friends zu meiner morgendlichen Schminksession. Mich morgens mit meinem Hörbuch und Kaffee fertig machen gehört echt fest zu meiner Morgenroutine. Es gibt heute mal wieder ein First Impressions Video. Wer diese Art von Videos bei uns noch nicht gesehen hat, da testen wir immer ein paar Produkte, tragen die morgens live vor der Kamera auf und gucken dann, wie sie sich im Laufe des Tages so verhalten und geben euch quasi einen ersten Eindruck. First Impression halt. Ich habe in letzter Zeit einige Produkte hier in dieser Kiste angesammelt. Sachen, die ich bei DM mitgenommen habe, die mich interessiert haben. Sachen, die ich zugeschickt bekommen habe. Sachen, die Lena mir überlassen hat. Und ein paar Produkte, die ich aus meiner Backup-Kiste rausgekramt habe. Als allererstes verwende ich von IT Cosmetics diese Super Cream. Confidence in a Cream heißt die. Die hat Lena mir gegeben. Und ich weiß, dass sie die richtig, richtig gerne mochte. Oder mag. Aber nicht so gut vertragen hat. Deshalb hat sie jetzt mir überlassen. Also vielleicht so viel schon mal vorab. Lena fand sie richtig, richtig gut. Ich stehe drauf, dass es so ein Anti-Aging-Konzentrat ist für alle Hauttypen. Ich kann ganz, ganz schwer beschreiben, noch was die riecht. So ein bisschen zitronig, aber irgendwie so sehr künstlich fruchtig. Die sieht ein bisschen aus wie was zu essen. Also so ganz dick, pastig. Draußen vor meinem Fenster ist Halligalli. Ich weiß nicht, was da genau los ist. Entweder die Müllabfuhr ist da oder... gestern war eine Firma da, die hier die Dachrinnen sauber macht. Auch sowas, womit man sich erst beschäftigt, wenn man eine Dachgeschosswohnung hat. Dann waren die ganze Zeit wirklich Leute vor meinem Fenster. Man sieht ja eigentlich, wenn man in eine Dachgeschosswohnung aus dem Fenster guckt, niemanden. Also ich habe mich echt sehr erschrocken. Und unter anderem zum Beispiel haben wir im Badezimmer noch keine Vorhänge oder keine Jalousien. Aber man kann da eigentlich nicht reingucken, weil wir im vierten Stock sind. Aber die Männer waren dann natürlich vor dem Badezimmerfenster. Also könnte ich so mindestens eine Stunde oder so nicht auf Toilette gehen. Sehr interessante Erfahrung. Erster Eindruck auf jeden Fall ganz gut. Meine Haut ist jetzt so minimal klebrig. Ich bin jetzt einfach mal gespannt, wie sich so verhält unter Foundation, weil wenn ich eine Sache nicht leiden kann, dann wenn Tagespflegen so unter der Foundation hin und her rutschen und das Ganze so irgendwie so schmierig und glänzend machen, sodass man das Gefühl hat, die Foundation bewegt sich den ganzen Tag im Gesicht. Also mal gucken. Dann zu Foundation. Und zwar, das Produkt habe ich aus meiner Make-up-Kiste rausgekramt. Von Clinique, das Super Balanced Make-up mit SPF 15. Ich kann mir vorstellen, dass einige von euch das kennen. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal eine ganze Weile getestet. Ich bin mir allerdings gerade nicht mehr sicher, wann und wie ich es fand. Wenn ein Produkt mich nicht mega umhaut, dann vergesse ich das relativ schnell wieder. Deshalb ist es jetzt quasi, als würde ich es neu testen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich ja mit sehr, sehr vielen Foundations gut klarkomme und demnach sehr viele Foundations gut vertrage und dann so abschließend ganz gut finde. Super, super flüssig. Was ich schon mal nicht so gerne mag, ist, wenn es keinen Pumpspender hat. Also man muss das hier aus der Flasche so rauskippen. Kann dafür wahrscheinlich so einen Aufsatz kaufen oder so. Und dann habe ich bei DM von Alverde die Mix Your Makeup Drops gekauft in der Farbe Hell. Ich hatte in den Jahresfavoriten 2018 hiervon geredet. Die Makeup Transformer Drops von Catrice. Die ich richtig gut finde, weil man damit einfach seine Foundation aufhellen kann. Ganz viele von euch haben mir schon geschrieben, dass die aus dem Sortiment geht und ich habe es auch bei DM gesehen. Also deshalb dachte ich, ich teste mal eine Alternative und habe die von Alverde mitgenommen. Die Foundation ist mir ein ganzes Stück zu dunkel, also die sah auf meinem Handrücken jetzt schon mega dunkel aus. Ich habe da jetzt so einen mini kleinen Tropfen reingegeben und die wird extrem hell. Also man braucht auf jeden Fall schon mal ganz, ganz wenig davon. Das Produkt ist sehr rosastichig. Super deckend. Ehrlich gesagt ist das hier mit diesem Applikator eine ziemliche Schmiererei. Aber gut, davon mal abgesehen, ja, weil das hier so dann an den Seiten einfach schnell überläuft. Aber davon abgesehen, ultra deckend, ultra hell, ein bisschen Glow mit drin. Hat diesen klassischen Alverde-Duft, den ganz viele nicht mögen. Ich hoffe, dieses Geräusch im Hintergrund ist jetzt nicht so störend. Mal ein bisschen näher ran, dass ihr das besser erkennen könnt. Also richtig krass aufhellend. Das war jetzt für mich echt schon ein Ticken zu viel und die Foundation ist mir auf jeden Fall ein Ticken zu dunkel. Finde, sieht eigentlich ganz gut aus. Mittlere Deckkraft würde ich sagen. Mittel bis hohe Deckkraft vielleicht fast sogar schon. Bronzer ist jetzt nichts Aktuelles. Ist der Bronze and Glow von Charlotte Tilbury. Kein neues Produkt, aber nach wie vor große Liebe. Das ist einfach der schönste Bronzer der Welt. Puder, auch nichts Neues. Ich mache jetzt mal die Schritte, für die ich kein... Ach, ich habe Concealer vergessen. Das spricht auf jeden Fall auch für eine hohe Deckkraft der Foundation,
weil echt sehr viel richtig krass abgedeckt war. Concealer, Puder und Bronzer war jetzt erstmal nichts Neues, deshalb habe ich das mal schnell ohne euch gemacht. Jetzt zur Mascara. Ich habe von Maybelline drei Mascaras zugeschickt bekommen. Snapscara heißt die. So sehen die aus. Und zwar ist es eine schwarze, eine blaue. Die hier heißt Black Cherry. Und Black Cherry finde ich sehr interessant. Benutze die schwarze jetzt einfach mal auf meinen oberen Wimpern und dann auf den unteren Wimpern die Black Cherry. Also ich nehme an, die ist so ganz, ganz dunkel Bordeaux-lila. Das ist eine Schicht, das ist okay, würde ich sagen. Aber der Fairness halber, ich trage immer mehrere Schichten auf. Also es gibt jetzt wenig Mascaras, wo mir eine Schicht ausreicht. Ich lasse jetzt die obere Schicht einmal kurz antrocknen und trage mal diese Cherry-Rote auf den unteren Wimpern auf. Das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen, weil es ist halt nicht so hart wie eine schwarze Mascara. Aber man sieht jetzt auch nicht wirklich, dass es eine farbige Mascara ist. Also es ist einfach so ein bisschen ein dezenteres Ergebnis. Für die unteren Wimpern finde ich das auf jeden Fall ganz cool. Ich trage jetzt mal noch eine zweite Schicht von der schwarzen auf meinen oberen Wimpern auf. Lena und ich mussten übrigens so lachen gestern. Ich habe gestern auf Instagram ein Foto von uns zwei zusammen gepostet. Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, also wirklich so gar nichts. Ich fand, es war einfach ein sehr, sehr schöner Schnappschuss von Lena und mir. So sah es aus. Oh, ich habe das online gestellt und so 2 Minuten später haben angefangen, Leute mir zu gratulieren. Und ich dachte mir so, what is happening? Und dann dachten echt manche, ich bin verlobt. Weil ich da so einen großen Ring anhab und Lena so auf meinen Ring guckt anscheinend, also ich weiß es nicht genau, dachten dann manche von euch, ich bin verlobt. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig. So entstehen Gerüchte. Ich bin nicht verlobt, ich bin auch nicht schwanger. Ich habe einfach unter diesem Foto dann vermehrt Glückwünsche bekommen. So, das sind jetzt mehrere Schichten. Ist auf jeden Fall ein besseres Ergebnis, macht aber so ein bisschen Spinnenbeine auf jeden Fall. Mich stört es nicht. Ich mag das auf jeden Fall lieber, als wenn eine Mascara nicht genug Produkt abgibt, aber sie sind schon so ein mini bisschen verklebt. Also wem das nicht gefällt, für den ist die Mascara auf jeden Fall nichts. Ansonsten finde ich, ist es jetzt mit 3, 4 Schichten auf jeden Fall eine ganz gute Mascara. Werde ich mal noch ein bisschen länger testen. Jetzt mache ich mal ganz kurz meine Augenbrauen. So nervig mit dem Baulärm. Ich verstehe das einfach nicht, weil ich hatte halt seit Wochen keinen Baulärm mehr vor meinem Haus. Und ausgerechnet heute, wo ich filme, geht's hier wieder voll los. So, weiter geht's mit Blush. Wer schon länger zuguckt, weiß vielleicht, dass das hier mein All-Time-Favorite Blush ist. Das ist ein uraltes Blush von Catrice in der Farbe Light Burgundy. Habe ich jetzt schon mehrfach über Kleiderkreisel neu bestellt oder habe es von Zuschauerinnen zugeschickt bekommen, die es nicht mehr benutzen. Aber das ist natürlich seit Jahren nicht mehr erhältlich. Und ganz viele von euch haben mir in der letzten Zeit geschrieben, dass das hier sehr ähnlich dazu sein soll. Das ist die Farbe 050 Burgundy von Catrice. Light Burgundy, also der alte, sieht auf jeden Fall sehr viel heller und weniger pink aus und so ein bisschen altrosaner, bräunlicher. Der hier sieht schon sehr, sehr farbintensiv aus. Oh, la 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 la. Okay. Das ist sehr farbintensiv. Hulala. Ich glaube, da habe ich jetzt auch den falschen Pinsel für so ein farbintensives Blush. Sehr, sehr viel pinker. Definitiv nicht das gleiche. Der hier ist einfach so viel blasser und dezenter. Und der hier ist echt fast schon knallig. Und ich finde, man sieht sowohl beim Swatchen als auch beim Auftrag jetzt, dass der ein bisschen fleckig wird. Das ist schon ein ganz schönes Blush, aber es hat halt so gar nichts mit dem anderen zu tun. Wirklich gar nichts. Also wenn irgendjemand von euch eine Alternative kennt, schreibt es mir gerne. So, und jetzt das allerletzte Produkt ist von L'Oreal. Steffi's Chocolates. Ist das von Stefanie Giesinger? Okay, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe bei DM einfach die Farben geswatcht und fand die hier richtig, richtig schön. Das ist so ein ganz dunkles lila-rot. Die Dinger riechen nach Schokolade tatsächlich. Ich weiß noch nicht genau, wie geil ich das finde. Die Too Faced Chocolate Produkte riechen ja auch nach Schokolade. Da finde ich das mega, mega angenehm. Hier finde ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also es ist so ein ganz schwerer Schokoladenduft. Und es kommt, finde ich, auch immer darauf an, wie lange der Geruch bleibt, wenn es einmal auf den Lippen aufgetragen ist. Ist auf jeden Fall auch matt. Schon mal komplett auf den Zehen. Muss man super vorsichtig auftragen, weil sehr, sehr, sehr farbintensiv. Das ist Lena. Eine Sekunde. Okay, also das ist eine absolute Katastrophe. Sorry, aber das ist eine absolute Katastrophe. Unmöglich schön aufzutragen. Super fleckig. Überall auf den Zähnen. Ja, komplett fleckig.
komplett fleckig und ich, guck mal, komplett auf den Zähnen und komplett ausgelaufen. Steffi, vielleicht könntest du uns ein paar Tipps geben. Ich muss auch sagen, das sieht in der Kamera ultra dunkelrot aus und im echten Leben viel lila stichiger. Ja. Aber es sieht sowohl in der Kamera als auch im echten Leben nicht gut aus. Egal, es bleibt jetzt so. Schade, schade, weil das restliche Make-up fand ich eigentlich ganz schön. Ja, Lena ist jetzt auf jeden Fall hier und wir essen jetzt erstmal was, also erster Test. Wobei, das ist ja nur ein Test für das Lippenprodukt und das hat eh schon verkackt. Ja. Also es kann ja nicht besser werden. Oder durchs Essen. Vielleicht, wenn es sich so ein bisschen abträgt und noch ein Stain übrig bleibt. Also die Brezel kriegt schon mal 10 von 10. Also das ist einfach durchgefallen. Ich würde jetzt mal sagen, also ich glaube, ich mache jetzt mal dieses offensichtliche ab und lasse nur den Stain drauf. Vielleicht ist der Stain ja wunderschön. Sieht ja genauso fleckig aus, oder? Bisschen besser? Ja. Vor allen Dingen, das ist also halt das Typische, was so dunkle Lippenprodukte ganz oft haben. Die werden dann halt knallpink, finde ich. Ja, und sie laufen ein bisschen aus. Und sie laufen aus, ja. Also ich habe kein Update zu meinem Make-up. Ich könnte mal den Typen draußen auf meiner Terrasse fragen, wie er mein Make-up findet. Übel creepy, was hier gerade passiert ist. Der Lärm vorhin beim Fertigmachen hat jetzt eine Ursache. Ich weiß gar nicht, was genau die da machen. Ich glaube, die machen die Dachrinnen sauber. Dieser Typ ist einfach ganz kurz auf meiner Terrasse gelandet. Also man muss jetzt sagen, das ist ja eine Dachterrasse, ne? Also das ist jetzt nicht so, als, also keine Terrasse, wo man einfach mal kurz vorbeiläuft und sich dann denkt, ach, hier kann ich mal kurz drüber laufen oder so. Also jemand ist da reingeflogen mit einem komischen Gerät und dann abgesprungen und stand dann einfach auf Leos Terrasse rum. Beweisfoto. Wir saßen am Tisch und der steht da einfach. Und dann also hat er da einfach eine geraucht. Ja, der hat dann einfach auf meiner Terrasse eine Zigarette geraucht. Und er hat uns nicht mal zugenickt oder Hallo gesagt oder so, also... Und ich meine, ich sitze hier und die Terrasse ist hier. Und wir drehen uns um und plötzlich steht ja dieser Typ auf der Terrasse. Das ist das Creepieste, was ich hier erlebt habe, glaube ich. Der stand da halt auch locker 5 bis 10 Minuten rum. Und dann irgendwann hat er halt so reingeguckt und ist dann wieder abgeflogen. Danach kam er danach kam dann sein Kran-Buddy und hat ihn wieder eingesammelt. So, und jetzt noch ganz kurz zum Make-up. Was sagen wir dazu? Die Lippen. Ich glaube, dieser Stain ist ganz schön hartnäckig von solchen Dingern. Der bleibt jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag. Ich finde, es sieht immer noch nicht mega gut aus. Und vor allen Dingen ist es überhaupt nicht die Farbe, die ich eigentlich wollte. Und der ganze Rest sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. Ja. So, Tarn sieht gut aus. Mascara sieht gut aus. Hat sich noch nichts abgesetzt, nichts abgetragen. Ist jetzt so 2 Stunden her ungefähr. Make-up läuft, alles andere weird. Es ist inzwischen dunkel draußen, demnach ist es jetzt künstliches Licht. Mein Teint sieht richtig, richtig gut aus, habe ich gerade festgestellt, als ich in den Spiegel geguckt habe. Meine Mascara ist null verlaufen, hat sich null abgesetzt und das passiert mir sonst eigentlich immer. Und auch generell sehe ich dafür, dass jetzt 7 Uhr abends ist und ich gegessen und getrunken habe und so weiter. Ganz fresh aus, finde ich, wenn ich das so sagen darf. Lippen ist natürlich inzwischen ab, also ich würde sagen, noch so ein minimaler Stain ist zurückgeblieben, aber ansonsten ist das ganz weg. Ich habe mich umgezogen, ich gehe jetzt zum Sport und danach gibt es ein letztes Update. Also, ich war beim Yoga und dann, haben wir keine Cannelloni gegessen, die war komplett verbrannt. Hat lassen. Und dann lag ich jetzt noch eine Stunde ungefähr auf der Couch. Und ich finde, dafür sieht es immer noch voll gut aus. Von der Base und dem Make-up und so, einfach dem Gesamtbild, bin ich eigentlich positiv überrascht. Selbst meine Mascara hat sich kaum abgesetzt. Also ich sehe jetzt natürlich ein bisschen fertig aus, aber das liegt jetzt nicht am Make-up. Also die Creme fand ich so rückblickend erstaunlich angenehm. Es hat sich extrem schnell gelegt, dass sich meine Haut so klebrig angefühlt hat. Und sie war dann einfach super weich und das Make-up hat sich auch gut auf der Creme verhalten. Die teste ich auf jeden Fall die nächsten Tage noch mal länger und ausführlicher, weil ich natürlich auch mal gucken will, wie so der Langzeiteffekt auf meine Haut ist, beziehungsweise ob ich sie einfach gut vertrage. Aber erster Eindruck, sehr positiv. Foundation auch und Make-up-Jobs auch, weil viele Klun. Mascara auch sehr angetan, einfach weil sie überhaupt nicht verschmiert ist. Blush hat mir ehrlich gesagt nicht so angetan, also war relativ schwierig im Auftrag, ist jetzt auch komplett verschwunden. Ja. Und Lippenprodukt war für mich der absolute Flop. Ich hoffe, das war informativ und interessant für den einen oder anderen von euch. Jetzt springe ich schnell unter die Dusche und mache mein Make-up ab. Und dann sehen wir uns am Donnerstag in einem neuen Video. Und es könnte ein Vlog sein.
Eventuell.